und willkommen zu Teil 2, diesmal aus der Bubble. Und ja, mir geht's ganz gut hier. Wir haben eigentlich sehr viel zu tun. Also die Tage gehen sehr schnell rum. Und am Anfang hat man so gedacht, vielleicht bin ich ein bisschen langweilig, vielleicht hat man einfach mehr Zeit. Aber es ist gar nicht so. Es kommt immer irgendwas auf, wo man irgendwas machen muss. Und ja. Tage gehen schnell um und jetzt am Samstag fängt auch schon die Saison an. Das heißt, ich hoffe, dass ihr euch alle einen League Pass gekauft habt für die WNBA. Falls nicht, dann könnt ihr das jetzt noch machen und zwar mit der WNBA App oder auch auf der WNBA Webseite. Kostet auch nicht so viel. Ich glaube, irgendwie was im Rahmen von 15 bis 20 Euro und dann könnt ihr wirklich alle Spiele gucken. Wir spielen jetzt am Samstag um 12, das ist 6 Uhr abends eurer Zeit. Und natürlich würde mich das sehr freuen, wenn ihr alle einschaltet. Genau, und wir spielen übrigens gegen Phoenix. Ja, so an sich wird es jetzt richtig ernst so die nächsten Tage. Man merkt so langsam wieder, wie die Spannung steigt und wie sich alle so, man freut sich natürlich und ist auch diese Vorfreude aufs Spiel und diese Spannung ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile da. Und ist echt, also man merkt es einfach und das ist wirklich sehr cool. Und ja, ich glaube so als Team selber, wir haben halt so ein bisschen darüber geredet, aber wir sind halt einfach hier, um eine Championship zu gewinnen und man merkt es auch einfach, wenn man in die Halle kommt, wie die Kommunikation ist, wie die Emotionen sind. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist einfach so eine bestimmte Energie und das ist auf jeden Fall so das Teamziel, Championship, das hat jeder vor Augen. Aber natürlich muss man da Schritt für Schritt dran gehen, das ist natürlich ein langfristiges Ziel, auch wenn die Saison jetzt eher kurz ist, aber hier muss man jetzt wirklich dann erstmal Spiel für Spiel gucken, wie wir alles aufbauen können. Die Vorbereitung für die Saison war nicht so lang. Das heißt, die ersten Spiele werden wahrscheinlich nicht so laufen, wie wir das wollen. Und da muss man dann erstmal Geduld haben und auch das Vertrauen haben, dass wir zusammenfinden werden als Team. Genau, persönliche Ziele. Für mich natürlich erstmal so richtig ins Team zu finden, eine Connection mit jedem, mit allen aufzubauen, auf dem Spielfeld sowie auch neben dem Spielfeld einfach diese Connection zu haben. Und dann will ich einfach in meine, die Rolle, die ich halt habe, auch ausführen, so gut es geht, dem Team einfach helfen. Und für mich persönlich würde ich mir einfach wünschen, dass ich mich einfach ein bisschen, ja, dass ich einfach mutiger werde auf der offensiven Seite, mich mehr traue und dann Defense will ich einfach mehr dazu lernen und einfach besser werden. So sieht es halt momentan für mich aus und ja, das war es jetzt auch erstmal aus der Bubble und ich hoffe, euch geht es allen gut und ich hoffe auch, dass ihr am Samstag alle einschaltet. Also, bis bald und tschüss!